Ja, hallo. Mal schauen, was wir heute gemacht haben. Und zwar in diesem Video werden wir oder zeige ich euch beide Kurse, sowohl Vormittag wie auch Nachmittag, was wir gemacht haben. Ich denke, das könnte interessant sein. Obwohl wir am Vormittag Word machen, haben wir mit Excel gestartet. Und wir haben gedacht, wir machen eine simple Berechnung, damit wir später sehen können, wie man Excel-Tabelle in Word importieren kann. Oder wie man bekommt eine Excel-Tabelle bzw. ein Diagramm in eine Word-Datei. Darum haben wir gestartet mit folgender Tabelle. Allerdings die Quartale hier haben wir noch nicht geschrieben. Und die Zahlen hier, die haben wir mit Zufallszahl Generator gemacht, darum sind sie markiert. Und jetzt die Quartale haben wir so gemacht, dass wir erste Quartal 20 mit jeweils mit Abstand nach Punkt geschrieben haben, mit Enter bestätigt haben und dann haben wir Klick, Klick nach unten gezogen. Und jetzt Excel erkennt, dass es Quartale sind und macht Quartalschritte. Hätte ich da die Leerschläge vergessen, dann hätte ich so etwas bekommen. Dann gäbe es Jahresschritte. Gell? Aber wir wollen Quartale, das heißt Abstand, und das war gut. Dann haben wir gesamt berechnet, wir haben Position bezogen, wir haben auf Autosumme da, auf Summe geklickt, beziehungsweise direkt auf Sigma, Schwupps, und die Auswahl bestätigt. Wir könnten das natürlich anpassen und es dann bestätigen. Es ist alles okay. Dann haben wir gewusst, wenn wir etwas nach unten ziehen können, vielleicht können wir das auch nach rechts ziehen und oh Wunder, andere Eckpunkt packen. Das hat funktioniert. Dann haben wir noch ausprobiert, Umsatz total, ob wir das mit Summe hinkriegen. Haben wir auch gemacht. Und Klick, Klick haben wir das Ganze so gemacht. Technisch gesehen hat das so ausgesehen. Hier ist ausgefüllte Reihe und hier haben wir Summe, einfach Autosumme überall gesetzt. So sieht es aus. Und dann im zweiten Schritt haben wir Folgendes gemacht. Im Windows, bei Windows Variante von Microsoft Office haben wir einfach FL. FF erstellt uns in 0, nix aus einer Tabelle ein Diagramm. Und zwar hier von Tabelle 1 haben wir Diagramm auf einem separaten Blatt bekommen. Jetzt, Computer hat richtig erkannt, dass es um Umsätze geht. Das hätte er von hier, von Beschriftungen übernommen. Er hat erkannt, dass das Bereiche sind, Machtbereich, bloß Umsatz total, das hat er genommen, eine Zahl ist eine Zahl und wir wollen es nicht. Jetzt im Windows-Varianten von Microsoft Office kann ich auf Diagramm klicken, auf Diagrammentwurf und kann ich sagen, Daten auswählen, Umsatz total deaktivieren und dann verschwindet es und ich kann es wieder mal zurückholen. Wenn ich daran nicht denke, dann klicke ich einfach auf die gelbe Balken, Delete, und dann ist es weg. Und jetzt haben wir ein Diagramm bekommen, wir haben eine Tabelle bekommen und dann haben wir gedacht, aha, dann wollen wir das speichern. Ich habe das als Diagramm 25. gespeichert. Gell? Ich speichere jetzt noch schnell auf dem Desktop, genau, zack, pack. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Word gestartet und wir haben hier eingefügt. Erstens haben wir geschaut, dass es offen ist, dann Word drüber. Erstens haben wir gemacht als Screenshot. Das heißt, im Word haben wir gesagt, einfügen, Screenshot, da Fenster. Dann bekommen wir das ganze Fenster vom Microsoft Excel.
Oder wir konnten sagen einfügen, Screenshot, Bildschirmausschnitt. Warten, warten, warten. Dann wird die Oberfläche des Monitors so ein bisschen milchig da sein. Und jetzt konnten wir die Tabelle holen. Gell? Tabelle, nicht Diagramm. Ich musste einfach Diagramm hier aktivieren vor dem Screenshotten. Aber jetzt haben wir das schon gemacht. Das macht nichts. Einfach für den nächsten Schritt, zum Beispiel kopieren, einfügen. Ich weiß, dass Sie das wissen, aber zeige es trotzdem, einfügen. Kopieren, einfügen ist auch eine relativ gute Möglichkeit. Einfach Diagramm. Diagramm anklicken auf an äußere Linie, Ctrl C und im Word Ctrl V. Diagramm ist da. Ich mache nur noch Ctrl Enter Textumbruch, damit wir das sehen. Und das ist auch ein Diagramm bzw. eine Tabelle, wenn ich Tabelle markiert hätte. Und jetzt kommt Interessantes, wenn ich hier drauf klicke, bekomme ich im Word Excel-Befehle. Es ist nicht vollkommen der Zugriff auf Excel-Eigenschaften, aber wir können Sachen da verändern und bearbeiten. Ich mache das so jetzt. Zack. Und das ist okay so. Jetzt die dritte Variante, etwas einzufügen, das wäre einfügen als Objekt. Sieht folgendermaßen aus. Wenn ich gehe auf Einfügen, wichtig ist, dass die Datei gespeichert ist, auf der rechten Seite habe ich Objekte. Und jetzt muss ich sagen, aus Datei erstellen, durchsuchen, natürlich finden auch, was wir suchen und einfügen. Es wird zwar von der Größe her nicht immer optimal sein, aber es scheint tatsächlich Diagramm. Ich mache es kleiner als Ganzes. Hoppla. Und bald habe ich das auf meinem Blatt. Und jetzt kommt Interessantes. Wenn ich einen Doppelklick mache, Klick, Klick, dann habe ich plötzlich Excel-Befehle und besser, ich kann hier Blättern und anderen Sachen aus der Mappe einfügen. Also mit diesem Befehl hole ich eigentlich die ganze Excel-Mappe. Und das ist gut so, wenn ich zum Beispiel will, dass jemand die Mappe bearbeiten kann. Also das waren die drei Möglichkeiten, welche wir ausprobiert haben. Screenshot, dann bekommen wir quasi ein Foto von unseren Excel-Objekten oder Inhalten, Ctrl-C, Ctrl-V, dann bekommen wir halbaktive Sachen mit Word-Bearbeitungsmöglichkeiten und dann als Objekt, dann bekommen wir originale Befehle auch zu haben. Dann haben wir das noch ausprobiert, schnell im PowerPoint und dann haben wir sehr schnell bemerkt, Entschuldigung, ich wechsle da Layout auf Layer, dann haben wir sehr schnell bemerkt, Ctrl-C, Ctrl-V funktioniert sowieso, da kann ich immer noch holen. Auf nächster Mappe. Schwupps. Da lösche ich das, was ich eingefügt habe mit Ctrl-C, Ctrl-V. So. Screenshot funktioniert genau gleich. Gell? Entweder Fenster oder Ausschnitt. Jetzt nehme ich Ausschnitt vom Word, das spielt doch keine Rolle, das ist nur ein Beispiel. Und einfügen Objekt, ebenfalls 1:1 funktioniert bloß. Aus Datei erstellen muss ich anders anklicken, dann muss ich ebenfalls die Inhalte finden, anklicken, okay und tschüss, haben wir das schon dabei. Also diese Möglichkeiten gibt es durchaus im Word wie auch im PowerPoint. Jetzt PowerPoint mache ich zu, ich speichere es nicht. Und wir haben noch ganz kurz darüber gehabt, über Smart Arts,
noch im Word, auch im Excel haben wir es erwähnt. SmartArts, das sind grafische Vorgänge von Prozessen, das sind Listen, das sind Zyklen, Hierarchien, Organigramme und so weiter. Und dann haben wir gemerkt, wir können sowohl im Word wie auch PowerPoint, das kennen Sie bereits vom Vorgestern und gestern, SmartArts kann man holen, Position beziehen, Registerkarte einfügen, SmartArts und dann ohne weiteres die Form einfügen und bearbeiten, 1:1 mit dem Vorgang aus dem PowerPoint. Das war erfreulich, dass wir zwei Sachen, Objekte einfügen, Screenshot etc., jetzt neu kennengelernt haben und das, was wir im Word gelernt haben, im PowerPoint 1:1 umsetzen könnten. Und das gleiche umgekehrt, SmartArts bekannt als PowerPoint, konnten wir problemlos im Word umsetzen. Aber das war noch nicht alles. Aber das Weitere schauen wir im nächsten Video.